Ja, wie war es auf der Bühne? Du hast ja jetzt gerade eine halbe Stunde performt. Eine Dreiviertelstunde, ja. War der Hammer. Also da kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Viele Leute, super Stimmung und natürlich auch eine wunderbare Location. Sowas wünscht man sich als Act oder als DJ und zu 100% erfüllt. Hast du das Gefühl oder meinst du, dass das Zukunft haben wird? Weil es ist ja das erste Mal, dass diese Summer Dance Veranstaltung stattfindet. Ja, ich hoffe, dass das Zukunft hat, weil ich meine, letztendlich ist es ja für die Leute, für den Gast, für den Konsumenten der Musik und was will er mehr, alles dabei. Ne? Also nicht nur Musik, sondern auch Entertainment und das ist ja wichtig und finde ich gut. Wunderbar, gerade so zum Abschluss wirklich der Sommerferien, nochmal das Sommerfeeling nach Deutschland zu bringen, nicht wahr? Mit 34 Grad heute ist ja schon mehr als Sommer, das ist ja eigentlich schon ordinär, will ich mal sagen. Aber okay, wir lassen uns nicht unterkriegen und Hitze brauchen wir ja, ne? So, jetzt lassen wir uns ein bisschen über dich mal sprechen, über Rockstroh. Okay. Tanzen war ja eines der Knaller schlechthin in den Charts. Ist ja wirklich sehr, sehr weit. Bei den Dance-Charts sogar auf Platz 1 ja gestiegen, genau. Nicht wahr? Richtig. Und danach ging es ja auch weiterhin, wie bisher, auf einer sehr hohen Ebene. Mit Wolke 7 kam richtig, ja. Genau. Was ist jetzt so ganz aktuell bei dir? Na, die Phänomenal ist ganz aktuell. Die war jetzt Top 10 gewesen. Aufgrund aber der Schnellläufigkeit oder Schnelllebigkeit der Musik muss man halt immer sehen. Also ich meine, es geht ja wirklich alles rasend schnell, was der Musikmarkt herkommt. Aber die nächsten zwei Singles, sagen wir mal, sind schon in Gedanken. Die nächste ist fast fertig, muss noch gemastert werden, dann ist die fertig. Aber ich denke mal, dass ich die vielleicht Ende des Jahres bringe oder so. Und da muss man mal schauen. Machst du aber trotzdem nebenbei weiterhin die Mix-Versionen für viele andere Künstler? Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ja. Auf der zweiten Seite nein, weil ich gerade viel zu tun habe und auch wenn du auf Tour bist, ist es halt immer schwierig, dann, sagen wir mal, zu produzieren, wenn du nicht im Studio bist oder im Flieger oder sowas. Das muss schon passen, aber ich halte mich da mit Remixen relativ zurück.